Ja, hallo Leute, willkommen zurück. Also, ja, in der letzten Folge sind wir ja mit Nathanos und Lilian Voss in Tiragardesund in Bronnenhafen gewesen. Haben dabei den Leichnam von einer Kapitänin Stein geborgen, ja. Damit es weitergeht, machen wir es hier erstmal bei Garona weiter, ja, weil sonst geht gar nichts weiter. Jedenfalls bin ich mal gespannt. Ich weiß nicht genau, wie das jetzt hier abläuft, aber ich weiß nur, dass das irgendwie was mit der Duellantengilde, die ganz neu in Battle for Azeroth ist. Und dann schauen wir einfach mal. Wen als nächstes? Genau, weil sie will uns zum Mugambala schicken. Die Rastari haben sich als beeindruckende Verbündete im Kampf erwiesen. Und uns erreichen Berichte, die erklären, wie sie ihre Kampfkünste geschärft haben. Jestri, der Ungezähmte, hat einen Kampfring am Fuß vom Mugambala errichtet, der sich bei den Kriegsvorbereitungen als nützlich erweisen könnte. Wir haben unsere Truppen losgeschickt, damit sie dieses Ausbildungsgelände nutzen. Okay, seht, was der oberste Kriegsfürst Volrath dabei entdeckt hat. Uiuiui, da gibt's was zu entdecken. Also, was man hier anmerken kann, ist, dass diese Quest irgendwie nur verfügbar ist, wenn wir den Kriegsmodus aktiviert haben. Lasst sie büßen. Lasst sie büßen, ja. Ja, den habe ich ja die ganze Zeit aktiv und ich muss auch sagen, dass er bisher auch gar nicht stört. Ja, also wenn ich voll auf die Nase kriegen würde, alle paar Meter, könnte es mich stören. So, was hat denn jetzt eigentlich Garona auf der Karte eingezeichnet? Wir müssen erstmal auf die oberste Ebene und dann über die Brücke. Über die Brücke. Jetzt bringt mich das auf irgendeine Idee. Nee, der Parkour wird uns dabei nicht helfen. Also nehmen wir die. Nehmen wir unsere Hufen in die Hand. Nö. Ja, aber mir ist auch letztens aufgefallen, also dieses Paladin Mount, das gefällt mir ja richtig gut. Das kommt ja aus der Eiskrone. Von der Eiskrone, ja. Also vom Zorn des Lichtkönigs. Weil die Augen leuchten so toll, so wie auch bei Unbesiegbar. Das Pferd von Arthas sind wir hier eigentlich schon richtig. Ey, das ist sogar zu viel. Ja, so kommt's. Ja, das gefällt mir richtig gut, ja. Ich habe, wenn ich das so mit den anderen normalen Paladin-Mounts vergleiche, das. Naja. Also, was wir natürlich, was oder beziehungsweise unsere Blutelfen möchte, ist ja der Ruf bei den Eidgebundenen. Ja, weil den brauchen wir. Und ich habe auch gesehen, dass es gibt zum Beispiel einmal diese Botschafter-Quest, die ich erzählt habe, dass man dann halt die so zufällig sind und dann kann man vier World-Quests machen und dann kriegt man halt 1500 Ruf, ja. Also. So als würde man 20 von 20 World Quests machen für die Eidgebundenen. Und es ist jede Menge. Aufstrebender Duellant? Oh, das ist schon der Mugambala. Mensch, hier geht aber hier die Stufen runter, ne? Ziemlich feierlich. Okay. Direkt aus der Stadt raus haben wir hier den Mugambala. Rüstmeister für Gladiatoren, Kriegstaktiker. Und hier ist auch der Oberste. Was denn das? Koordinator der Kriegsanstrengungen? Wieso kann ich da irgendwas machen? Ich bin ganz Ohr. Da krieg ich vielleicht auch Ruf. Um den Feind zu besiegen, braucht ihr Ausrüstung im Top-Zustand. Wenn ihr euch keine mächtigere Ausrüstung beschaffen konntet, kann ich für euch welche vom Rüstmeister anfordern? Seid auf der Hut. Ja, dann gib Raus doch! mit der Sprache. Oh, ich hab keine. Ich hab keine Münzen. Sieg für Sylvanas. Ich hab keine Münzen. Hier ist ein Zuschauer. Der Hochberg wird nicht fallen. Ja, ich schätze, ein Duell ist nicht schlecht, um seine Kampfkünste zu schärfen. Was mich betrifft, geben Allianzler die besten Zielertrappen ab. Reitet die Winde. Okay. Mal gucken, wie das hier abgeht. Hier ist Kate Mana-Töter. Baladash Melanore. Odine? Pff, nie von euch gehört. Hey, sag mal. Zeit ist Gold. Will die ihre potenziellen Gegner extra anstacheln oder was soll das, ey? Komm mal her. Ihr seid meine Zeit nicht wert. Das ist ja verspottend. Ihr seid meine Zeit nicht wert. So, tschüss. Rüstmeister für Gladiatoren. Ja. Naja, ich habe ja nichts zum Die Eintauschen. dunkle Fürstin schütze Ach, der hat auch noch eine Quest für uns. Aber reden wir mal mit dem obersten Kriegsfürst Volrath. Wir geben nicht auf. Tremblade glaubt,
Sie und ihre Bande Allianzdeppen könnten uns austricksen. Ihre Arroganz wird ihr zum Verhängnis werden, okay? Zum Mugambala. Willkommen bei der Duellantengilde, Odine. Aha. Ich dachte mir schon, dass eine kriegserfahrene Blutelfe wie ihr an unserer Duellantengilde interessiert sein würde. Sprecht mit einer Wache der Rastari in der Nähe, um an dem Gemetzel teilzunehmen. Okay, was ist das? Ruf zu den Waffen Nasmir. Gut, das können ja erstmal jetzt. Die Horde. Können ja erstmal hier bleiben, bevor wir das von denen holen. Thrall Hall. Beweist euren Wert? Habt ihr da draußen viele Truppen der Allianz gesichtet, Blutelfe? Berichten zufolge scheint sich die Präsenz der Allianz hier auf Sandalar zusehends zu verstärken. Vergesst nicht, wir befinden uns im Krieg. Beweist euren Wert und legt da draußen so viele von ihnen um wie möglich. Für die Horde. Achso, aktiviert den Kriegsmodus und tötet einen Spielercharakter der Allianz in der Welt. Ach, ich hab da schon mal einen. Dann kriegt man den Netzomatik. Zwingt einen gegnerischen Spielercharakter von seinem Flugreittier abzusitzen. Also für normale Reittiere und für Flugreittiere. Für die Horde. Ja, okay. Wenn wir irgendwann mal so einen Allianzer am Start bringen. Also ich soll mit denen jetzt üben, ja? Jestri der Ungezähmte, ja, der wurde doch auch erwähnt, aber der hat erstmal nichts zu sagen. Grüße. Außer uns zu grüßen. Kommt und holt den Voodoo. Kommt und holt den Voodoo, ja, das sagen sie ja alle. Was haben wir denn hier noch? Ein Berufskoordinator, was ist das? Mokra. Ah ja, er ist für die Berufe, aber für Leute, die nicht irgendwas farmen wollen und so, ist ja nix. Hallo. Was hat der denn da für eine Maske? Das ist doch ein Allianzler. Was macht der denn hier? Der hat so eine Ork-Maske auf. Sag mal, kennen wir den? Unteroffizier Wilson? Ihr seht aus wie jemand, den es in den Fäusten juckt. Die Allianz braucht Verstärkung. Interesse? Ich werde an der Seite der Allianz auf Schlachtfeldern kämpfen, vorerst? Hä? Seid vorsichtig. Das ist ja interessant, das lassen wir jetzt erstmal stecken. Was wollt ihr? Redet schon. Lasst es mich wissen, wenn ihr ein Duell wünscht, Blutelfe. Ja, ich bin hier. Gichuka Sandala. Ach so, ich habe jetzt erstmal mir nur den Gegner ausgesucht, oder wie? Ihr kommt genau richtig. Ja. Viel Glück am Mugambala, Blutelfe. Für Vol'jin. Ja, wo ist denn mein Kampf? So wie es aussieht, sind die hier alle noch irgendwie in der Vorbereitungsphase und das. Was ist das? Ach, jetzt habe ich mein erstes Duell. Oh, ich habe. Ach, dann funktioniert's ja doch. Ist es nicht mein Gegner? Ach nee, warte mal, kämpfen wir zusammen? Das ist doch... Ach nee, es geht los! Ich will abhauen! Das ist super, dass das jetzt auch ein Paladin ist. Ja, das kann ja auch nur ewig dauern, oder? Geil, das hat er sich schon geheilt. Hau ich einfach nur ab. Ach nee, der hat Gottesschild angemacht. Nee, das ist ja gar kein Gottesschild, oder? Tot, ey. Das muss ich schon sagen, kriegt ja viel mehr Schaden als der hier. Oder? Sieht es nur so aus. Nö, ich hab sogar gewonnen. Ich hatte doch Gottes Schild noch verfügbar. ich glaube, das kann man nicht immer so einschätzen, wer da gerade wen platt macht, oder? Ich habe schon überlegt, naja, soll ich Gottesschild anmachen oder nicht? Nö. Ey, dann hat es ja doch funktioniert. Ich habe da mal nachgeguckt. Irgendwie hat es einfach ein bisschen gedauert. Aber vor allem, wir konnten es ja schon tun. Mensch, was...
Ja, jetzt fahren wir uns mal hoch. Hä, jetzt mache ich wieder ein Duell? Ah, muss ich mehrere Duelle machen? Ich sehe den doch. Warte mal. Der will sich verstecken, ja, aber was kann ich eigentlich dagegen tun? Nichts. Hm, so ein Schurken muss man ja meistens so Bruselseffekte reinhauen. Was habe ich hier alles für Tasten gerade, ey? Sah geil aus, oder? Boah, voll viel Gifte auf mir. Muss ich eigentlich nur hochheilen. Was soll er dagegen tun? Jetzt mach ich mal ein Schild an. Ah, fuck. Lass mal die ganzen Gifte wegmachen. Wo ist er? Hier steht's. Shinora Lorderon. Lorderon ist vor dem Duell geflüchtet. Jetzt backt das bei mir rum, oder wie? Na gut, Leute. Ja, ich denke mal, das muss hier noch ein bisschen bekannter werden mit der Duellantengilde. Bevor wir hier gar nichts mehr machen, reden wir einfach mal mit dem obersten Kriegsfürst Wolrat. Hier hat das Kämpfen nie ein Ende. Ruf zu den Waffen Nasmir. Wir erhalten Berichte über erhöhte Aktivität der Allianz in Nasmir. Begebt euch dorthin und beseitigt sie. Nach Nasmir. Haltet Ausschau nach den Vorräten, die wir abwerfen. Lasst sie nicht in die Hände der Allianz fallen. Tut ihnen weh. Ja gut, die Quest können wir einfach jetzt mal mitnehmen. Aber wir können ja jetzt einfach mal nach Trustvaar gehen. Also beim Sturmfangtal habe ich gesehen, gab es auf jeden Fall irgendwie eins oder zwei Quests. Die geben auf jeden Fall auch, weil eigentlich alles, was man als Hordler auf der Allianzinsel Kul Tiras macht, das gibt eigentlich Ruhe für die Altgebundenen. Ja, das wollen wir ja. Aber ich glaube, ich würde mal Trustvaar gerne mir anschauen, ob es da auch irgendwas gibt. Weil, ja, im Tiragadesund, wo wir mit Nathanos und Liliane Voss waren, da war eigentlich nichts. Das habe ich dann auch gesehen. Dann gehen wir doch mal nach Trustvaar. Das war ja hoch in den Bergen. Genau. Ja, diese Duellantengilde ist, ich denke mal, die lebt eigentlich, die wird dann, umso bekannter die wird, umso lustiger könnte es da werden oder so. Aber bei Duellen darf man halt nicht vergessen. Oh, da ist ja schon eine Quest. Ah, die haben wir hier gelassen, glaube ich, oder? Ja. Bei Duellen darf man halt nie vergessen, dass es auch immer noch so Steinschere Papier gibt, ja. Also, ja. Was ist das? Gesucht. Ankermaul. Tötet den verfluchten Hai, der meine Beine verschlungen hat. Und meine Mannschaft. Und mein Boot. Mitsamt Anker. Hä? Er treibt sich im Meer herum, immer auf der Suche nach seiner nächsten Mahlzeit. Tötet ihn. Ich habe Cesi Zündschnur eine Belohnung dafür überlassen. Das Plakat wurde von einem Kapitän Schlackeblitz unterzeichnet. Okay, es geht um einen Hai. Gesucht die blutigen Halsabschneider. Wegen zahlreicher und niederträchtiger Vergehen gegen die Lord-Admiralin, Schmuggel, Fälschung, Seefahrt, unter falscher Flagge, Plünderei, Wilderei, boah, ist das klein hier, hä? Raub, Brandschatzung, mutwillige Beschädigung, Amtsanmaßung durch Ausgabe als Offiziere der Marine von Kul Tiras, Brandstiftung, Entführung. Ja, okay. Auf die Köpfe der blutigen Halsabschneider ist jedenfalls eine Belohnung ausgesetzt, die bei einem Beweis ihres Ablebens in Gänze ausgezahlt wird. Und dafür kriege ich auch Ruf. Die nehmen wir jetzt einfach mal mit. Hä? Bei dem Hai müssen wir ja einfach nur reinspringen. Ankermaul. Lol, das sind ja alles so fiese Gruppenviecher oder was? Drei? Kein Ding, oder? Da, dann könnte ich mich direkt anmelden. Zack, bumm. Schon ein bisschen einfacher geworden als früher. Früher muss man immer den Weltchat benutzen. Oder den Zonenchat sozusagen. Gibt's nix? Dann melde ich mich halt woanders an. Vielleicht sind die schon fertig. Der erste. Ich brauche jetzt auch gar nicht angreifen. Können wir runter. Ja. Hä? Ey,
Ich bin doch hier in der Gruppe für Ankermaul, oder? Ne, ich glaube, ich habe mich da eben verklickt. Da, Ankermaul. Die sind jeweils alleine. Ankermaul. So, dann nochmal. Gehen wir nochmal auf Taufkurs. Oh, fuck. Direkt vor ihm. Ist der andere auch hier? Machen wir den gerade zu zweit. Das reicht doch. Oh mein Gott. Ja, vielleicht nicht unbedingt. Der haut nämlich ganz schön rein. Aber ich kann ihn stunnen. Dann kann ich mich erstmal hochheilen. Der andere ist ja gar nicht am Start hier. Komm, hau einfach mit drauf. Dann ist er schon weg. Ich kann nur noch Gottesschild anmachen. Ich kann mich auch einfach mal hochheilen. Weil wenn ich Gottesschild anmache, muss ja natürlich der Krieger an den Start gehen. Mit dem blöden Hai. Aber ja, da kriegt er noch einen Stun ab. So, was ist was? Hä? Kann ich mich im Wasser nicht bedanken? Ah, doch, irgendwie schon. So, wir können jetzt die Gruppe verlassen, weil der Hai ist bei uns tot. Da haben wir ja ziemlich leicht jetzt hier den einen da gemacht. Ausblenden. Wap, wap, wap. Oh, wo ist denn... Ah, ich weiß noch, wer die ist. Die sitzt da drinnen. Ja, ja. Aber wir haben ja auch noch das andere von der. Das werden wir jetzt nicht machen. Dann gehen wir lieber auf die Suche, ob wir hier noch eine andere Quest hier haben. Vielleicht hat man sonst auch irgendwas hier auf der Karte eingezeichnet. Schauen wir doch mal auf die Karte. Ey. Nee, es gibt eigentlich nur Weltquests. Dann ist das ja im Sturmsangtal ganz anders. Ah, das sind jetzt hier alles nur so Weltquests, wie ihr sehen könnt. Gesucht Ankermaul, die sollen wir einfach abgeben. Dann reiten wir jetzt einfach hier runter und machen diese andere Gesucht-Quest und bestimmt kriege ich dafür ein bisschen Ruf. Nö, hier gibt es ja sonst keine Quests. Vielleicht kriege ich noch eine andere Quest, wenn ich, ja. Ja, ja, oder? Ich gucke mal auf die Karte, ist da noch ein anderes auf der... Nee, es ist auch gar keine... Es ist auch gar keine Weltquest irgendwie auf dem Weg. Denn sonst würde ich hier ja machen, ja. Aber jetzt einfach nur so hin. Na, hm. Ja, 2000 Ruf fehlt mir. Aber ich mache jetzt hier keine 25 Weltquests. Die Rache wird unser sein! Ja, nee. Also dann würde ich dann schon lieber sagen, dass wir dann in Sandalar... beziehungsweise Zuldas... Oh, sieht das ja geil aus, ne? Dass wir in Suldasa dann so Sachen haben wie Nesingvari und das Kletterrankendorf und so. Alles Quests, die teilweise auch ganz cool gemacht sind und so. Bevor ich da irgendwie durch die Gegend reite und eine Worldquest nach der anderen mache. Oh nee, die jagen mich. Den Weg müssen wir folgen bis zum Ende. Und dann am besten, das weiß ich nicht, wenn wir auf die Karte nochmal gucken. Eigentlich bis zum Ende, bis zur Abzweigung. Vorne schon eine Abzweigung? Nee, das ist doch kein Weg. Ah ja. Jetzt geht's da vorne, geht's runter. Oh, ich bin mir aber da nicht so sicher. Was ist denn das hier? Das sind alles Untote. In der Höhle? Sind das hier die Halsabschneider? Willi Krauter. Ja. Da könnte ich wahrscheinlich einfach mitmachen. Früher musste man für solche Gruppenquests, also teilweise haben sie die Gruppenquests komplett entfernt, ja. Aber jetzt, seitdem es dieses Tool hier gibt, haben sie jetzt doch wieder welche drin. Das gibt es ja jetzt schon seit längerem. Ja, die hocken da alle. Aber es ist wahrscheinlich wieder so drei Mann, ja. Schon nur warten. Die sind ja zu dritt. Ah, okay. Das heißt, wir erstellen jetzt selber eine Gruppe dafür. Gesucht. Gruppe finden.
Gruppe finden heißt aber auch, ich könnte jetzt einfach mal, weil ich so lustig drauf bin und eher keine Lust habe zu warten. Vielleicht kriege ich die selber alle platt? Wieso sollen wir da... Die sind doch gar nicht Elite. Ja. Vor allem der eine merkt gar nicht, dass wir hier am Start... Oh Mann, hauen die Schaden raus, ich verpiss mich. Scheiße. Ich halte mich hoch. Na, jetzt haben wir den auch eingeladen. Aber ich muss mich hochladen. Mann, bleib doch weg, du. Gut, jetzt haben wir die mal erfolgreich getrennt, oder? Den einen habe ich kurzfristig gestunt. So, jetzt sind wir voll, oder was? Don Sottner. So, wer fehlt jetzt überhaupt noch? Willi Krauter, der ist ja echt der... Der war ja wirklich hier voll am Rumkräutern hier, oder was? Nee, das ist ja gar nichts mit Kraut. Blutigen Halsabschneider. Ah, das sind die, die wegen allem Möglichen gesucht worden sind. So, dann können wir jetzt nochmal tschüss sagen. Ich werde eure Freundlichkeit nicht vergessen. Ja, tschüss. Haben uns nochmal bedankt. Und jetzt können wir mal diese Pfeife benutzen. Die müsste eigentlich gut funktionieren. Bei der kann man sich auch drehen. Aber da kommt dann hier so ein Geistergreif. Aha. Aber wir sind genau da, wo wir hinwollen. Ja, weil das war jetzt der nächste Flugmeister. Und die hat nämlich ihr Büro hier drin. Die Cesi-Zündschnur. Yo! Ja, ja, wir können es hier gerne ausgeben, unser Gold. Solange wir nicht die Geschäfte stören, werden euch auch meine Leute nicht stören. Okay. Gut gemacht. Hier habt ihr die Belohnung, die Schlacke Blitz mir gegeben hat. Er wird sich freuen, dass der Hai fort ist, wenn er wieder in den Hafen einläuft. Okay, der ist unterwegs. Die blutigen Halsabschneider. Ich sage euch, ich bin nicht traurig drum, dass die weg sind. Ich weiß, ihr steht mit den Kultiranern nicht gerade auf gutem Fuße. Also wie wäre es, wenn ich euch die Belohnung vorschiebe und dann meine Verbindung nutze, um sie zu bekommen? Ach jo. Wie klingt das? Seid vorsichtig da draußen. Sehr gut, jetzt zeig mal, was hier abgeht. Wow! Wie war das für Schnitte World Quest? Kriegen wir 75 Rufpunkte? Jetzt haben wir auf einen Schlag mit diesen zwei Quests 500 gekriegt. Geile Sache. Auf jeden Fall. Ist natürlich eine einmalige Geschichte jetzt hier gewesen. Ja, das waren jetzt... Ja, die World Quests sind ja keine einmaligen Geschichten. Die bereiten ja, wie ich schon mal erwähnt habe, bereiten die teilweise Quests, die wir gemacht haben, so Nebenquests und so. Wenn wir die gemacht haben, ist es ja nicht so, dass dann gar nichts mehr dort zu tun ist. Dann wird dann das, was wir gemacht haben, das kann man halt nochmal machen. Um das so auszudrücken. Aber ich denke mal, wir können uns hier abmachen. Wir haben also in Trust zwar erstmal nichts. Wie komme ich denn von hier weg? Fällt mir gerade auf. Hä? So, mal muss ich jetzt hier ein Portal nehmen oder wie? Das finde ich aber nicht in Ordnung. Was ist hier los? Erster Mart Zunderloot. Hallo. Was los? Ja. Fort mit euch. Das frage ich mich aber auch, was hier los ist. Normalerweise müsste ich doch jetzt wieder nach zurück nach Suldasar können. Ach, jetzt weiß ich, wer mich da zurückgebracht hat. Die hier, gell? Ja, ja. Was wollt ihr? Bringt mich zurück. Geht. Sichert euch die... Ja, jetzt haben wir 500 Ruf bei den Eid gebunden. Ne? Das ist ziemlich cool. Wie viel habe ich denn jetzt insgesamt? Oh, fast 3000. Fast 3000. Also fehlen ja nur 1500. Also wenn so eine Botschafter-Quest aktiv wäre, dann würde ich die restlichen 1500 ja haben. Aber wir gehen jetzt ins Sturmsanktal. Ja, ja. Unsere Blutelfin will nämlich ins Sturmsanktal. Setz die Segel. Da waren wir mit Rexar und haben die Reißzahnfeste quasi für uns gesichert, zurückerobert. Was braucht ihr? Wohin seid ihr unterwegs? Im Sturmsanktal. Möge eure Klinge niemals stumpf sein.
Wir sind im Sturmsandtal unterwegs. Wir buffen uns mal lieber neu. Wir vergessen mal nicht, dass ich hier immer noch den Kriegsmodus aktiv habe. Also... Aber wir sind ja nicht alleine. Wir sind ja nicht alleine. Ich könnte ja aber schon mal auf die Karte gucken, ob jemand was eingezeichnet hat. Ja, eigentlich nicht. Aber hier ist was. Die Ruine ist über uns gekommen. Ja, das können wir machen. Also Trusvar hatten wir nichts. Wie ist es mit Tira Gardesund? Das ist eine World Quest. Auch. Ach, hier ist eine Quest, die Schiffbrüchigen. Aber jetzt sind wir ja gerade im Sturmsangtal. Ja, es gibt eine Möglichkeit, wo ich 1500 Ruf bei den Altgebundenen bekommen würde, aber wer es gesehen hat, meine erste Inselexpedition, ich habe 5 Stück gemacht und da man dabei wirklich nichts verpasst, habe ich die gar nicht erst aufgenommen. Und ich könnte 5 weitere machen, ja, das ist die wöchentliche, wenn man 7 Stück macht oder je nachdem, was für ein Schwierigkeitsmodus, aber für einen höheren habe ich nicht die Ausrüstung. Dann würde ich 1500 Ruf kriegen. Das kann man einmal die Woche machen. Aber das ist so spannend. Das wird mich einfach zu sehr umhauen. Ja? Weil man kann sich so vorstellen, ich laufe die, wie ich die erste gemacht habe, einfach nur 10 Minuten lang ungefähr. Das ist für mich irgendwie fast schon... Ja, das ist irgendwie nichts. Hier gibt es sogar 2 Quests. Welche wird mir auf der Karte denn angezeigt? Warte mal, das ist nämlich, interessant, ja. Wir kriegen nur, der Ruin ist über uns gekommen, angezeigt. Okay, dann nehmen wir jetzt mal die hier an. Im Anschlagbrett. Ach, hier gibt Gesucht-Quest. Die waren cool, die haben gut Ruf gegeben, ja. Die Horde benötigt euren Beitrag. Wir haben Bedarf an Materialien für die Herstellung und Reparatur unserer Waffen und Rüstungen. Dieses Land birgt eine Fülle von Ressourcen und wir allein haben ein Anrecht auf sie. Erlegt den größten Wolf, den ihr finden könnt und nehmt euch seinen Pelz, damit wir einen Umhang fertigen können, der Rexars würdig ist. Aha. Centurio Kaga Warmstein. Mann, der redet komisch, ja. Gesucht Donnerschnauze. Die Ebermatriarchen Donnerschnauze ist die größte Rierart im Tal. Oh, nicht nur ein Wolf. Sie stellt eine ernsthafte Bedrohung für unsere Truppenbewegungen im Süden dar. Aus diesem Grund hat Centurio Kaga Warmstein, höchstpersönlich, also ich, ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Man muss ihr nur einen Beweis bringen, dass sie tot ist. Donnerschnauze soll in der Nähe des Krals der Borstenrücken zu finden sein. Also haltet nach Stacheleben Ausschau und nehmt euch den Größten vor. Hallo. Willkommen. Ja, möchtest du irgendwas verkaufen? Möge euch dieser Tag freuen. Also ja, das sind die 2 Gesuchquests. Die haben wir nicht auf der Karte angezeigt bekommen. Sondern wir haben das angezeigt bekommen, was da hinten ist. Das ist doch bei einem Gezeitensteinweisen, oder? Wenn ich schrinne an die Wände. Nee, der macht. Nee. Okay, was gibt's denn hier? Es gibt eigentlich nur ein Buch. Seid gegrüßt. Geht in Frieden. Der Ruin ist über uns gekommen. Unter den Wellen lauert ein Schrecken. Er will meine Familie, mein Haus und mein Vermächtnis auslöschen. Ihr müsst kommen, eurer Bestimmung folgen. Und uns von den Schrecken der Tiefe erlösen. Findet unser Anwesen im Osten auf den Inseln. Wir haben im Schatten der großen Festung ein luxuriöses Leben geführt. Wir glauben, dass die Priester uns von der Dunkelheit unter uns erlösen würden. Wir glaubten. Jetzt ist diese Dunkelheit an die Oberfläche gestiegen und flüstert uns in unseren Träumen Wahnsinn ein. Beeilt euch, die Luft ist finsterer, als ich sie je in meinem verfluchten Leben gesehen habe. Oh je. Yeah. Was ist das denn? Wo ist das jetzt eigentlich? Also, da hinten, der Ruin ist über uns gekommen. Warum sehe ich die anderen Sachen eigentlich nicht? Hä? Oh, die sind ja ganz weit unten, ne? Aber Leute, das machen wir jetzt. Dann reiten wir einfach runter. Also zurück geht's ja ganz schnell. Wenn ich dann hier meine Pfeife benutze. Wer ist das denn eigentlich? Schredder-Prototyp. Wow. Warum geben die mir nicht so ein Teil? Und die andere ist auch in der Richtung. Ja, ja. Wir reiten jetzt einfach im Sturmsangtal ein bisschen durch die Gegend. Aber man kann ja auch sehen,
Hier ist auf jeden Fall das Gebiet. Wir sind ja eigentlich auch auf der Insel der... Ist ja die Allianz, aber die sind nicht unbedingt hier, wo wir gerade sind. Aber umso mehr wir uns jetzt von dieser Reißzahnfeste entfernen, umso mehr kommen wir eigentlich dahin, wo die Allianz ihren Dingen nachgeht. Okay. Ah, sieht auch ziemlich cool aus hier. Das Sturmsangtal. Soll ich jetzt einfach mal da drüber reiten? Ja, ich könnte außen rum reiten, aber da bin ich jetzt überhaupt nicht so drauf. Wir gehen jetzt einfach durch das Feld. Auch wenn so ein komischer, ruheloser Stein azerit irgendwas. Das war mal so eine Magni-Quest. Indem ich diese Azerit-Viecher da erledige. Große und kleine gibt es davon. Und das Azerit quasi, woraus sie teilweise bestehen, mit dem Herz von Azeroth aufnehme, ja. Das ist aber wie gesagt, diese World Quests haben halt so null gar nicht irgendwie. Bündnis Bauernhof. Tja, zum Glück sind hier nicht so viele Leute unterwegs. Das könnte mir ja noch Probleme bekommen. Ey, wie komme ich da jetzt eigentlich? Oh, ich muss ins Gebirge? Hier ist ja schon so ein Eber. Okay. Gesucht Donnerschnauze, ja. Mit leerem Magen gewinnen Soldaten keinen Krieg. Haltet unsere Truppen mit Bärenfleisch bei Kräften und schenkt unseren Feinden nichts. Der Kral der Borstrücken? Sag mal, sind wir hier richtig? Ich müsste ja eigentlich irgendwie... Ich guck mal auf die Karte. Oh, das... Eigentlich müssen wir doch so... Ich könnte so rumreiten, oder was? Nee, der ist doch... Der sieht so aus, als wäre in dieser Höhle da drin, gell? Dann muss ich da durch. Dann gehen wir mal... Nee. Bleib mal locker hier. Ich habe mit dir eigentlich nichts am Hut. Hier ist so eine Höhle, oder? Nein, das ist die falsche Höhle. Das ist die falsche Höhle. Alarmiert den Kral! Alarmiert den Kral! Wir nehmen uns das Land hier! Zu mir! Könnt mich alle mal gern haben, ey. Das ist wahrscheinlich irgendwie so eine... Die Quest hat da vielleicht... die Allianz hat da vielleicht eine Quest dafür, aber ich nicht. Ist das der? Ist das eine Gruppenquest? Ja, ist es. Guck mal, das habe ich gar nicht abgecheckt. Sind das alles Gruppenquests? Nee. Besuch Donnerschnauze? Doch, Spieleranzahl 3. So, jetzt nicht wieder verpeilen. Einfach überall anmelden. So. Komm, worauf warten wir? Haben die auf mich gewartet? Ist ja zu nett. Oh, der ist gegen meinen Hammer nicht immun gewesen. Dann halte ich mich gerade mal wieder hoch. Engelsflügel an. Und jetzt hauen wir mal rein. Boah, ist der ja wirklich der Größte. Das ist ein wahrer Riese. Und der hält verdammt viel aus, ey. Aber gut, wir sind zu viert. Was man nicht nur alles so macht. Mann, ich treffe den manchmal gar nicht. Das ist ein komischer Typ hier. Der eine dreht sich als... Ich sehe auch, wir haben jetzt nicht unbedingt so einen Heiler dabei. Dann tue ich mal den Krieger ein bisschen heilen, aber... Die Heilung von einem Vergelter-Paladin, so wie wir es sind, die ist ja nicht unbedingt stark. Ja. Die wird teilweise erhöht. Aber dann nur für einmal. Wieso kriege ich den nicht hin? Ist komisch, wie der sich dreht. Oh ja. So, den haben wir jetzt mal den ersten von diesen riesigen. Jetzt müssen wir noch gesucht. Was ist das? Gibt es da noch irgendwie einen Stern? Wollen die noch den Stern machen? Na, wo will der abhauen? Eindringling, Dornenbrecher! Ne, der haut, glaube ich, einfach ab, aber in die Richtung muss ich ja auch. Genau, wir müssen jetzt noch tiefer. Durch den Fichtenhain. Genau, was hatten wir? Den größten Eber und die größte
Klingenklauen Alpha. Ja, ich hatte so einen Führer. Schreibt ihm einfach hinterher. Der hatte wahrscheinlich das genau das gleiche vor wie wir. Kann ich auch direkt in der Gruppe bleiben. Reit mir hier dieses Gebirge hoch. Okay. Es geht ja wirklich einen Berg hier hoch. Es könnte auch gut sein, dass der hier in dem Gebirge... Boah, dieser Berg, der ist ja fast so... wie der Hochberg bei den Tauren, oder? Nee, hier geht's doch gar nicht hoch. Hier in der Seite? Es sieht so aus. Das wäre schon fast abenteuerlich. Jetzt geht's hier hoch. Aber er denkt wohl nicht so. Oder geht's der Klingenklauen Alpha? Ist er hier an der Seite? Ah, es ist doch unter uns. Ja, dann haben wir das ja geklärt. Lass mich einfach jetzt fallen. Hier in dieser Höhle. Oh. So, dann geht's ja weiter. Der Klingenklauen Alpha. Wir sind zu dritt, das reicht. Tun wir direkt was dann. Alles raushauen. So, jetzt können wir eigentlich zu der Ruine, ist über uns gekommen, gehen. Gruppe ist schon draußen. Ja. Mal gucken, ob die andere Quest auch so ist, aber ich glaube es eher nicht. Das hat sich ja ganz fürchterlich angehört eigentlich. Den Schrecken der Tiefe erlösen. Unter den Wellen. Ja, eigentlich kann ich nie so tief tauchen. Wir können zumindest hier schon mal das bei... Ach, das ist ja Centurio Kagawarmstein. Ich vernehme den Ruf der Wildnis. Ja, gerade erst begonnen die Jagd. Geht so soll es sein. Der Pfade. Habt ihr einen geeigneten Pelz finden können? Ja. Ein exquisiter Pelz. Gute Arbeit, Udine. Ja, Donne Prachtschwein. Mit dem Tod der Matriarchin wird sich die nächste Generation Eber verzögern. Gute Arbeit. Mögen eure Flüsse immer üppig sein. Und wir haben hier auch 250 Ruf bekommen. Coole Sache. Ist ja zwar einfach 500 dazu, aber wenn man nochmal draufklickt, freut es um einen so, umso mehr. Sehr schön. Aber die Frage ist natürlich jetzt, wenn ich mal auf die Karte schaue, wie zum Teufel soll ich da hinkommen? Hier führt ein Pfad nach rechts und kann man doch nicht erzählen. Hier ist eine Eisenbrecherwarte. Eigentlich, was bringt es denn, wenn ich hier lang gehe? Dann könnte ich diesen Ocker töten. Ja. Wo ist dieser Weg da? Ach, hier. Ja, vor allem ist es ja eigentlich auch nicht mal schlecht. Machen wir hier halt so eine kleine Spritztour durch das Sturmsangtal. Ja. Und dann werden wir diesen Orca, den werden wir auf dem Weg machen, weil das sind natürlich die schnellsten Weltquests, ja. Wenn da einfach nur steht, geh da hin und töte so eine Art Kopfgeld ausgesetzt, dann ist das... Wow. Hier gefällt es mir auch. Oh. Oh, erinnert ihr euch, wie ich mal erwähnt habe, ich habe mal bei jemandem reingeschaut und da gab es so eine schöne Quest. Was ist das denn? Ey, was war denn das jetzt wieder, ey? Was ist das für eine Musik? Seid auf der Hut. Ich spüre hier was Unheilvolles. Kümmert euch besser drum, bevor es sich um euch kümmert. Ja, ich bin dabei. Ich bin so krass, ey. Staube ab. Oh, lol. Die Lua haben euren Sieg vorhergesagt. Ich bin froh, dass sie sich nicht getäuscht haben. Was ist denn das hier für ein kleines Ding, was uns da... Oh, so ein kleiner Frosch? So, das war's. Und dafür haben wir auch jetzt 75 Ruf bekommen.
Ja, wenn alle Worldquests so sind, gell, wenn man einfach nur mal kurz, aber manchmal muss man da auch. Wow, hier ist doch voll der Sturmregen, oder? Sind wir eigentlich noch auf dem... Ey, das wird gefährlich hier. Ich muss hier über diese Brücke, sehe ich gerade. Wie kommen wir da hin? Ja, da, wo wir eben vorbeigeritten sind, da hatte ich ja gesagt, erinnert ihr euch? Ich habe mir aber bei so einem Stream reingeguckt und da habe ich gesehen, dass die Quest hat mir echt gut gefallen. Ich habe dann auch gesehen, okay, das gehört zur Kriegskampagne. Und das war eben diese Stelle. Ich war schon bei dem verlorenen Anwesen und das sieht so toll aus da. Aber mir ist dann auch aufgefallen, das ist ja irgendwo da hinten. Ich habe zuerst diesen Weg genommen, ich zeig's mal auf der Karte. Ich bin von hier aus bin ich halt hier runter und dann darüber geschwommen. Und es ist natürlich auch kürzer. Aber wo ich dann hier war, bei dem verlorenen Anwesen, habe ich gesehen, wie toll das hier aussieht. Und dass wir auf jeden Fall diesen Weg nehmen sollten, ja. Deswegen bin ich wieder zurück, habe die Pfeife hier genommen, war dann wieder in der Reißzahnfest und jetzt bin ich halt wieder hier. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier rüber können. Ja, das ist halt... Da weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber der könnt ihr sehen, diese Brücke können wir anscheinend nehmen. Das ist wirklich toll gemacht hier, das muss ich sagen, im Sturmsangtal. Der Altar der ertränkten Stimmen, ja. Das ist... Man kann ja natürlich nicht wirklich einen Weg erkennen. Irgendwie geht es da hinten, glaube ich, hoch. Ich lass mich jetzt einfach hier mal fallen. Der Pfad der Stur, was ist, läuft denn hier rum? Oh. Ja, super, dass ich den Weg nehmen will. Also, ich kann jetzt erstmal kein Gottesschild benutzen, mindestens. Was ist denn das hier unter Wasser? Ist das schon dieser Schrecken der Tiefe? Was ist denn das für ein Ding? Ist das einfach nur ein Leviathan? Ja, einfach nur ist ja schön, gell? Aber da können wir auf jeden Fall anlegen, weil irgendwie hört diese Brücke da auf. Das ist doch komisch. Das sieht so aus, als könnte man eigentlich hier mit so einer Fähre übersetzen. Aber hier kommen wir auf diese Brücke. Das passt schon. Was ist denn da vorne? Gezeitenwasser brauche ich jetzt nicht. Wir nehmen jetzt einfach mal den Weg hier. Oh Gott. Was haben die denn für Tentakel, ey? Oh, 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 oh. Das Licht ertrinkt. Oh Gott. Tiefe. Lol. Was zum Teufel ist das hier, ey? Ja, verlangsam. Okay, okay. Ja, super. Und wo sind wir jetzt? Okay, dann können wir den Weg ja, ja. Nicht schlecht, hä? Kommt man da eigentlich wieder hoch? Das ist alles so tentakelmäßig hier. Mensch, und ich wollte mir das anschauen, ja. Ich habe auch die Quest, habe ich in die Kommentare reingeguckt, ja. Und das ist cool auf Wowhead. Und die Leute da, die spoilern eigentlich. Ich wollte nur mal schauen, was die Leute meinen, was für einen Weg man nehmen könnte. Habe ich jetzt nicht zugefunden. Aber was ich gelesen habe, ist, dass manche Leute gesagt haben, dass man sich vorbereiten kann, dass man hier sehr leicht sterben kann. Und wenn ich mir jetzt mal das angucke, was ich hier eben erlebt habe, aber... Wir haben jetzt einfach wieder unsere nicht begrenzte Fähigkeit des Champions zunutze gemacht. Nämlich, dass wir in Geisterform einfach wieder eine Rückkehr in die Welt der Lebenden machen. So, tschüss. Was ist das eigentlich? Innerhalb von 10 Metern 10.000 Schaden. Und die kriegen noch 20% mehr Schaden. Das behalten wir. Ich glaube, das ist der Weg hier, den wir nehmen können. Oh, nee. Wir müssen nur aufpassen. Oh Gott, was soll das für ein Weg sein? Das ist ja ein reinstes... Aber da hinten ist irgendwo so eine Hordestation. Ey, tschüss. Nein, die verlangsamen mich auch noch immer wieder. Ey, ist das eine Sackgasse? Nee.
Wow. Fast wie ein Abenteuer hier. Von da oben schießt da einer die ganze Zeit runter? Okay, okay, okay. Mann, wo ist die Hordenbasis? Der Schrein des Sturms. Irgendwo da hinten? Was ist denn das hier? Oh, ich habe die Hornbasis gefunden. Zu geil. Wen haben wir denn alles hier? Die dunkle Waldläuferin? Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Was ist? Alchemiebedarf. Vertraut niemandem. Ist zwar nur eine kleine, aber eine sehr feine Basis. Von hier aus sollten wir uns den Weg... Ist direkt bei diesem Dungeon hier. Der Schrein des Sturms. Ja, das hängt natürlich... Also, den Schrein des... das ist die Allianzseite. Okay. Und der sucht wahrscheinlich jetzt... Das gefangene böse Weltquest? Hinterfragt alles. Haustierkampf? Fürchtet die Schatten nicht. Ne, Leute, da muss ich euch enttäuschen. Also das... Boah, wie komme ich denn jetzt darüber, ey? Da vorne ist, geht's irgendwie weit. Was ist das jetzt? Das Atmen wird schwieriger. Was habe ich denn hier am Start? Hä? Jetzt sind wir wieder hier am Anfang? Ist ja schön, dass ich den Weg so toll fand, aber... Darf ich den Weg gar nicht nehmen? Uralte Schriftrollen. Da vorne ist doch diese Brücke irgendwo. Also muss ich doch darüber. Ja, also langsam wird's ja eher einfach nur komisch. Jetzt gucke ich sogar noch da. Das ist ein eingefallenes Tor. So, ich gehe jetzt einfach hier runter. Ey, was zum Teufel ist das? Das ist hier Nebel. Gut. Gut. Tja, dann reite ich jetzt einfach ein Stück den Weg zurück. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt soll mit dem Nebel da, ey. Aber okay. Anscheinend kann ich mich dann nicht in die Nähe trauen. Dann müssen wir jetzt einfach nochmal in dieses Tor hier rein. Und dann gehen wir diesmal nach links. Oh je. Ich krieg schon wieder Angst. Nein. War das die Stelle, wo die uns... Er trinkt in den lichtlosen Tiefen. Ja, genau. Ihre Seele wird nichts als Hunger kennen. Hört den Ruf der Tiefe. Hört den Ruf der Tiefe. Super, dass ich diese eine... Ach komm ey, lass mich doch in Ruhe. Oh nein, da könnte ich sterben. Naja, aber nicht ganz. Okay Leute, dann hat sich das hier auch erledigt. Verstehe nicht, was... Spanne. Man kann da nicht hingehen. Dann sind wir jetzt so. Wir sind ja sowieso jetzt auch gleich. Ich schau mal auf die Karte. Dann gehen wir halt hier irgendwo an Land. Dann sind wir auch bei diesem verlorenen Anwesen. Das ist natürlich jetzt ein totaler Reinfall. Und ich wollte auf dieser tollen Brücke da oben. Wollte ich da rumeiern. Jetzt eier ich hier im Wasser rum. Oh Mann. Ja, jetzt bin ich aus dem Wasser raus und bin einfach hochgeritten. Das ist ja so was von gefährlich. Gibt's hier irgendwas? Aber wir sind jeweils gleich da. Das ist ja auch verschlossen. Okay. Ich glaube, ich muss hier durch. Oder ja. Ist ja zu nett hier, was hier alles rumläuft.
Okay, wir haben es geschafft. Das verlorene Anwesen. Da sieht man mal, das ist wirklich verloren. Also das ist ja... Das ist ja fürchterlich, wie man hier vorankommt. So, hier haben wir den Schmied. Und der ist auf jeden Fall irgendwie sehr komisch dabei, oder? Ja. Ich wollte ja eigentlich nur mal auf... Das, ist das überhaupt eine Brücke? Der Schrecken in der Tiefe. Grazile Erscheinung. Und das hier ist das verlorene Anwesen. Ich bin ja nicht alleine hier. Es sind viele Leute dem Ruf gefolgt. Hä? Hier geht's sogar noch tiefer? Boah. Was ist das denn für eine Musik hier? Was ist? June der Vorfahre. Denk daran, Selbstüberschätzung ist ein langsamer und hinterhältiger Zerstörer. Ihr habt den Brief beantwortet. Jetzt seid ihr an diesen Ort gebunden. Oh je. Treibt sie davon. Sie lauern in den Schatten der salzdurchtränkten Höhlen. Die dunkle Lake unter dem reinen Glanz der Oberfläche. Ich habe sie gesehen. Sie quälen mich in meinen Träumen und ihr Flüstern ruft Wahnsinn hervor. Sie sprechen von ihrem Meister, der mit Klauen an der Barriere kratzt. Sucht bei den Klippen nach ihren Höhlen. Findet das, was darin lauert und löscht alles aus. Aha. Was ist das? Der Schrecken dieses Ortes setzen euren Geist zu. Der Einsatz Schaden verursachender Fähigkeit. Fürchtet die Lebenden. In der vergessenen Bucht verursacht Stress. Wenn euer Stress 100 erreicht, wird eure Entschlossenheit auf die Probe gestellt. Was benötigt ihr? Könnt ihr es fühlen? Die Wände erzittern, sie kommen durch. Ein schreckliches Flüstern nach dem anderen. Sieg für Sylvanas. Und hier läuft irgend so eine grazile Geistererscheinung durch die Gegend. Und wir haben es mit einem geisterhaften Schmied zu tun. Es gibt insgesamt 4 Orte, die er genannt hat. Hier? Das steigert sich, umso mehr Schaden wir machen. Ja, zur Not haben wir ja noch unser besudeltes Gezeitenwasser. Das haben wir ja gerettet. Wo will der denn hier eigentlich genau hier hin? Das muss ich jetzt hier wirklich hier wieder hier runter. Ich habe ja eigentlich jetzt hier erstmal die nasskalte Grotte. Hä? Was ist das denn jetzt? Ein pelagischer Tiefenbewohner? Das sind doch einfach nur komische Murlocs. Ah ne, ein ertrunkener Akolyt. Also mit ein bisschen Fantasie sehen diese Wurzeln irgendwie alle aus wie Hände. Oder? Naja, also haben wir jetzt hier den ersten Bereich. Also bisher verstehen wir seine Ängste nicht, aber... Das sieht so aus, als wäre der nächste Bereich direkt hier vorne. Nee, sieht nur so aus. Ich muss wieder nach oben. Schreckliches Flüstern. Ah, das meint er bestimmt. Das sind diese Tentakelviecher.
noch hält sich der Wahnsinn in Grenzen. Ich meine, den Stress, den wir hier erfahren, der hält sich noch in Grenzen, ja. Soll ich am besten mal da raus für den nächsten Bereich? Sieht so aus. Hier? Was haben wir denn überhaupt? Das kriege ich nicht weg. Nö, ich habe jetzt auch keine Ahnung. Wie komme ich jetzt zum nächsten Bereich? Also, ach, hier geht's doch irgendwie runter. Okay. Ich nehme alles zurück. Wir haben auf jeden Fall Ahnung. Oh je. Yeah. Eigentlich nur so große Knappe. Ey. Was mache ich für einen Schaden, ey? Oh nee, jetzt bin ich schon wieder hier. Ah komm, jetzt mal mit geteiltem Wasser. Ach, ich komme aber nicht hier weg. Boah, sind die Viecher hart dabei. Klippe des Vergessens. Ja, okay. Wie komme ich jetzt dahin? Es war einfach hier unten. Boah, die Viecher sind ja... Die haben es wirklich ziemlich gut. Ziemlich gut, ja. Das moderne Foyer. Ach lol, ich bin jetzt in einem falschen Bereich. Tja. Kein Wunder, dass da einige Leute meinten, man könnte hier so leicht sterben. Probieren wir es jetzt nochmal. Den einen tun wir jetzt erstmal betäuben. Ah, ist schön die Zauber unterbrechen, wenn die so viel Schaden raushauen. Vor allem einen schnell töten. Da, die mit den komischen Tentakeln im Gesicht da. Ist doch fast immer so, dass die Zauberer, die hauen einen immer... Oh, die hauen aber auch gut rein. So, das hätten wir ja. Oder? Wir haben den Bereich gesichert. Jo. Ich denke mal, dass es hier eigentlich eine gute Idee ist, wenn man so als Tank rumläuft, wenn die dann zu viel Schaden raushauen. Weil als Tank stirbt man eigentlich fast gar nicht bei sowas. Aber das Problem ist, das habe ich mir beim Paladin noch gar nicht angeschaut. Habe ich auch keine Lust zu. Wir haben auf jeden Fall noch den letzten verbleibenden Bereich, den wir sichern müssen. Und dafür müssen wir anscheinend hier runter. Ja, das war natürlich irgendwie... Ich habe mir das so schön vorgestellt mit der Brücke und dann... Man kann hier nicht atmen. Aber jetzt will der Kleine mich verfolgen. Noch mehr von denen. Bam, mal aus Kampf genommen. Nein, der ist wieder raus. Ich bin ein... Boah, die machen einen Schaden. Oh, das Gift weg. Sag mal, ist, die machen doch alle hier voll viel Schaden. Aber noch ist alles dabei, noch ist alles gut. Da kommt sogar noch einer zu Hilfe. Wow. Jetzt müssen wir nur den Weg zurückfinden. Das hat anscheinend für den jetzt auch gezählt. Ja. Irgendwie flüstert doch auch jemand down mit uns, oder? Neben der Musik. Und wer seid ihr?
Die Ruine war einst der Stolz des Tals. Diese Dinger wurden vorerst zurückgedrängt, okay? Ich sehe die Dunkelheit in euren Augen. Euer nächstes Vorhaben wird euren Geist vernichten. Und ihr werdet zu einem weiteren Phantom, das mich heimsucht. Ihr seid nicht bereit. Kommt zurück, wenn ihr bereit seid, und ich habe eine neue Aufgabe für euch. Die Verderbnis hatte eine Ewigkeit Zeit zu gären und zu wuchern. Ein paar wenige Tage mehr machen da keinen Unterschied? Aha. Fürchtet die Lebenden. Ja, anscheinend hat er nicht richtig hingeguckt. Auf einmal sind wir doch stark genug, oder? Hallo. Verzweifelte Waschung. Ihr kehrt zurück. Das ist überraschend. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung. Ob Sieg oder Niederlage, ihr tragt die Bürde dieses Orts. Sie lastet auf euren Schultern wie ein Umhang. Ich sehe, dass ihr Mühe habt, sie zu tragen. Es gibt womöglich einen Weg, diese Bürde abzulegen. Ein Altar im Nordwesten. Er wurde von Gezeitenwesen erbaut, die nachstrebten, die Verderbnis hinwegzuspülen. Bietet euch dem Götzen an. Er wird einen Preis fordern, wie alles seinen Preis hat. Aber mit seiner Hilfe könnt ihr vielleicht dem Abgrund entfliehen. Könnt ihr es fühlen? Leben die Wände erzittern. Sie kommen durch. Ein schreckliches Flüstern nach dem anderen. Was ist das? Verängstigt? Schaden verringert? Ausweichen? Bewegungsgeschwindigkeit? Hat er eben sich mit dem da unterhalten? Und wer seid ihr? Vertraut niemandem. Also ist es wohl gewohnt, dass sie die Leute meistens zurückschickt, weil er sie aber... Und die wenigsten oder gar keiner kommt zurück, aber wir schon, oder wie? Ein Altar der Gezeitenwesen. Kommt man sich vor wie bei so einem Cthulhu. Wie bei so einer Cthulhu-Geschichte. Das ist auch immer mit Tentakeln und... Schrecken der Tiefen. Das ist wahrscheinlich dieser Altar. Ja. Das läuternde Bildnis. Was passiert hier? Brutale Aussendung? Was macht das alles mit mir? Aber es ist erstmal gestunt. Oh, ich glaube, ich gehe lieber weg. Oh, ne. Ich bin weg. Ich bin betäubt. Na, endlich. Hier wieder Krankheiten. Ne, wir haben es schon untersucht. Wir hauen ab. Ich denke mal, wir haben uns ganz gut geschlagen. Wir sollten uns von ihm nicht zu sehr beeinflussen lassen, oder? Sonst kriegt man es ja noch wirklich mit der Angst zu tun. Was ist... Euer Geist hat den Wahnsinn abgewiesen und ihn durch Entschlossenheit ersetzt. Vorläufig. Hä? Seid auf der Hut. Was benötigt ihr? Das war's jetzt hier? Sag mal, ich bin ja jetzt irgendwie auch belastet. Die Schrecken dieses Ortes zehren an eurer geistigen Gesundheit. Ich glaube, deswegen geht's irgendwie gerade nicht weiter. Okay, Leute, ja, ich habe mich da jetzt wieder mit der Flugpfeife erstmal in Sicherheit gebracht, denn da ist ja wirklich was dran anscheinend. Und da ist schon was dran, dass er uns das irgendwie nicht alles auf einmal aufhalsen will, weil er Angst hat um unsere geistige Gesundheit, um unseren Verstand. Ja, ich habe dann nämlich dann auch erfahren, dass er da anscheinend, man muss immer wieder einen vollen Tag warten, bevor es weitergeht. Deswegen bin ich erstmal weg und ja, muss mal gucken. Also wenn ich auf die Karte schaue, ehrlich gesagt, also das ist ja hier. Und von da oben werde ich bestimmt nicht mehr hingehen. Also das ist ja voll der tolle Weg gewesen.
Nee, aber hier unten ist irgendwie noch eine, aber die habe ich noch nicht, da war ich noch nicht, nee. Müssen wir mal schauen. Aber wir haben ja auf jeden Fall noch eine im Kriegsgebiet noch eine Quest, die ich gesehen habe, die Schiffbrüchigen. Ja. Da werden wir vielleicht beim nächsten Mal gucken. Ja, mal schauen. Macht's gut. Bewahrt die Haltung.